Ich komme gerade von der Schule. Das erste, was ich direkt wieder sehe, ist, dass ein Paket von mir da ist. Aber ich würde erstmal sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Also bis nach dem Intro. So, zurück aus dem Intro-Pause, aus der Intro-Pause. Ihr kennt es ganz, ihr kennt die Bag. Ich habe schon gemacht ein Video darüber. Ihr kennt auch die Guess Bag. Hab auch schon ein Video gemacht. Ich probiere hier nicht zu zeigen, weil ich habe keinen Stift, um das wegzumalen. Wir haben ein neues Paket bekommen. Oder ich mache einfach ganz schnell einfach Checks und so. Ich mache gar nicht lange drumherum reden und so. Die Bag ist von Calvin Klein. Wir machen das ganz einmal auf hier. Boah. Oh, fühle ich ja direkt schon. Was ist hier für ein Preisschilder? Nee. Made from 100% recycelten Polyester. Da. Hier, das ist diese Bag. Wunderschöne KC. Calvin Klein. Sehr schöne Bag auf jeden Fall. Wir packen die kurz weiter aus. So, und zwar. Ich brauchte nicht mein Messer, fällt mir gerade auf. Ich wollte mein Messer doch mal rausholen. Wie fangen wir denn an, das hier aufzumachen? Ich brauche ehrlich dafür nicht mein Messer, es geht einfach ab. Egal, also, ist egal, ist besser so, dann schneiden wir es nicht. Hä, hey, aber wie geht das jetzt ab? Digga, wir haben selbst diesen Reißverschluss hier. Boah, das ist schwer, Digga, das ist ja richtig hochwertig. Das ist ja damn hochwertig. Was ich halt hier dran liebe, wieso ich hier halt auch haben wollte, guck mal, das hier ist wie so beim Gürtel No-Flex-Sticker von Louis Vuitton. Das ist sogar bei dem Gürtel hier von Louis ist der mit so einem Anstecken, so steckst den so rein. Das hier ist einfach wie so ein normaler Gürtel, den man einfach so zumacht. Dann haben wir einmal hier. Das fällt alles schon aus. Nein, Mann. Boah, ist die geil, Mann. Ist das schon im tiefsten Loch? Nee, tatsächlich nicht. Boah, ich fühle die direkt schon. Boah, Digga. Boah, selbst dieser Reißverschluss. Selbst dieser Reißverschluss ist einfach so schräg. Wir machen die mal auf, wir hören mal ganz kurz den Sound. Wir haben mitbekommen, einmal Papier, auf jeden Fall, das ist schon mal mies geil. Noch ein Stück Papier, Bruder, oh, Luxus. Noch ein Stück Papier, Bruder. Okay, ich mache das jetzt nicht so einzeln, das ist ein bisschen scheiße, Digga, weil das damn nur Papier ist. Okay. Zeige ich euch gleich. Hier außen haben wir auf jeden Fall noch eine Tasche. Oh, ich dachte, ich muss das jetzt alles einzeln hier rausholen. Also hier auf jeden Fall nochmal Papier. Genau. Ey, oh, das wird meine neue Lieblingstasche. Von innen hier ist das hier aus Stoff. Ganz normal. Ganz normales Stoff. Check so ganz normales Stoff. Auf jeden Fall ist hier drin, wenn man die aufmacht, noch eine Tasche. Busfahrkarte und so kann hier rein, oder Busfahrkarte, Maske, Geld, keine Ahnung. Genau, hier außen ist Regenjackenstoff. Wie heißt das? Guck mal, ihr könnt, oh, das ist so ein, kann man das sehen? Ja, okay, man kann es erkennen, was das für, also ihr seht ein bisschen so, ihr könnt euch vorstellen, wie der Stoff sich anfühlt. Dieser Stoff auf jeden Fall, ihr könnt zum Beispiel irgendwie Powerbanks, können hier so rein, irgendwie Handys, Handschuhe, wenn man welche hat, die können hier rein. Genau.
Sonst ist das hier sehr groß, also zum Vergleich einmal kurz. Meine Carlo Colucci Tasche in schwarz, normale Männergröße und einmal jetzt die hier so. Passt schon, würde ich sagen, die gleiche Menge rein. Genau, also hier habe ich jetzt nicht großartig viel drin. Wir können mal ganz kurz einmal reingucken hier, meine legendäre Bag, was hier drin ist. Wir haben hier einmal ein Portemonnaie, Elektrofeuerzeug, was auch ein Schocker ist, bisschen locker ist. Dann haben wir hier drin eine Vape, dann haben wir hier dieses lila Band auch nochmal eine Vape, dann haben wir da ein Gasfeuerzeug, dann haben wir hier AirPods, dann haben wir da unten nochmal ganz kleine Taschenmesser. Ist nicht wichtig, also passt also auf jeden Fall alles auch rein. Und hier hinten hatte ich halt auch nichts Besonderes. Maske, Busfahrkarte. Ich blende euch auf jeden Fall auch gleich nochmal ein paar Bilder ein. Genau, also hier ganz normaler Verschluss wie von einem Gürtel. Größenverstellbar. Ist auf jeden Fall eine schöne Tasche. Und wenn ich die Tage ein paar Bilder mit der gemacht habe, blende ich die auf jeden Fall gleich ein. Sonst würde ich aber erstmal sagen, das war's vom Video. Haut da rein, ich blende die Bilder später ein. Ey, die ist so geil, ne? Das ist Leder. Ich weiß aber, ich glaube, das ist Kunstleder. Boah, das riecht mies geil.